Ja, hier handelt es sich jetzt mal um den Polo 6N, um die Zentralverriegelung. Die habe ich ja in der Funkfernbedienung nachgerüstet. Vorgestern oder so hat die Zentralverriegelung nicht mehr geschlossen. Oder ein paar Tage später ging sie wieder. Und jetzt am Wochenende halt werde ich mich jetzt mal das Problem beheben. Das Problem hatte ich schon mal. Die alte ZV-Pumpe hat Wasser gezogen. Durch die Rückleuchte ist Wasser eingedrungen. Und das Problem haben wir jetzt wieder. Rückleuchte undicht, deswegen werde ich sie demontieren und die Rückleuchte neu abdichten mit Silikon. Man kann auch Scheibenkleber nehmen oder halt sich entweder eine neue Dichtung besorgen, aber diese Methoden gehen auch. Werde ich jetzt alles sauber machen, trockenlegen und alles wieder zusammenbauen. Die ZV-Pumpe blende ich euch dann jetzt mal hier ein mit einem kleinen Demo-Video. Die habe ich jetzt auch mit Heißluftföhn wieder komplett trocken gemacht, über Nacht auf die Heizung gelegt und ja, jetzt ist sie wieder trocken, Funktion ist wieder gegeben und man muss halt auch öfters mal nachgucken, ob da jetzt hinten Wasser eintritt und wenn das Phänomen auftritt, über die Zentralverriegelung Funk oder normal aufsperren, geht die Zentralverriegelung nicht, dann schaut mal nach, ob euer Rückleuchte Wasser gezogen hat und ja, jetzt baue ich die mal aus, die Rückleuchte und ihr könnt es im Zeitraffer dann zuschauen. Jetzt haben wir die Rückleuchte lose geschraubt und es sind drei Schrauben mit einer 8er Nuss. Und eine Ratsche habe ich das abmontiert oder gegebenenfalls mit einem 8er Schlüssel. Ja, jetzt müssen wir ein wenig dran rütteln, weil ich das ja mit Silikon festgeklebt hatte. Nur ein wenig dran wackeln, dass es abgeht. Jetzt haben wir sie hausen und man sieht hier schon das Silikon und hier auch den Wassereintritt von der Rückleuchte. Ist auch alles patsche nass, das werde ich jetzt mit Heißluftföhn alles trocken machen. Neues Silikon hier auf die Dichtung geben, wieder draufschrauben. Und dann müsste erstmal wieder eine Zeit lang Ruhe sein. Ich hoffe es zumindest. Das ist leider die Polo-Krankheit schlechthin. Die alten Reste müsst ihr natürlich entfernen, klar, weil sonst die der Scheinwerfer, der die Rückleuchte nicht mehr halten wird oder nicht richtig abdichtet und dann habt ihr dasselbe Problem wieder, dann bringt euch das ganze Abdichten nichts. So, hier haben wir die trockengelegte Rückleuchte, also die war komplett innen hier alles voll mit Wasser und Feuchtigkeit, weil hier durch die Dichtung Wasser eingetreten ist und jetzt habe ich hier Silikon drauf, man sieht's, jetzt werde ich die wieder einbauen und dann so, drauf gesteckt ist sie wieder. Jetzt werde ich die drei Schrauben noch festziehen und ja, dann werde ich sie jetzt noch ein, zwei Stündchen hier in dem Kabel stehen lassen, das Auto, um das Silikon austrocknen zu lassen, weil bei uns hier heute regnet und das bringt nichts, wenn hier der Regen wieder drauf preschelt. Und dann war die Arbeit eigentlich sowas von umsonst, die wo ich mir jetzt hier gemacht habe zum Abdichten und deshalb lasse ich es erstmal ein paar Stündchen noch hier austrocknen. Und ja, dann schrauben wir das mal fest und dann sehen wir weiter. So, hier ist jetzt die ZV-Pumpe, die habe ich jetzt halt getrocknet. Und man sieht hier schon, dass Korrosion vorhanden war. Und deswegen habe ich die auch gereinigt und auch getrocknet lassen über Nacht. Jetzt werde ich die wieder einbauen. Und ja, ich hoffe, es funktioniert wieder. Man sieht hier auch noch ein bisschen Korrosion. Und jetzt bauen wir die wieder ein. Ich werde sie jetzt aber nicht mehr hier hinten reinpacken, wo sie original reingehört, sondern hier vorne, weil hier dann kein Wasser reinkommt, falls mal Wasser wieder eintreten sollte. Hier kann man sie auch einfach reinlegen. Verbandskasten kann man im Kofferraum auch so liegen lassen. Also stecken wir das mal wieder drauf, so wie es gehört. So. Legen wir sie so her. So hat sie optimalen Platz. Stecken wir den Stecker wieder drauf.
Und jetzt probieren wir gleich mal, ob das wieder schließt oder nicht. Machen wir mal auf. Also gucken tut sich schon mal, ich muss mal kurz schauen, ob alles offen ist. So, das war jetzt das Video für den Polo 6N. Wenn die Zentralverriegelung mal seine Probleme macht, und das war jetzt ein Hilfsmittel davon, was man anwenden kann, wenn Wasser eingetreten ist in die Rückleuchte. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Servus.